Und hallo und willkommen zurück zu Mind Snares, Alice's Journey im Englischen oder Reise durch den Geist, Alice's Reise. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ich hoffe es mal, ich bin mir nicht sicher, irgendwie so. Ja, die Dame konnte uns eigentlich keine Hinweise geben, hat aber doch gesagt, wir müssen einen neuen Weg finden und unsere innersten Dämonen besiegen. Da bin ich mal gespannt. Und sie braucht was zu trinken, weil sie durstig ist. Was ist das hier? Die Waage der Gerechtigkeit. Werde ich ihr gerecht? Was ist das hier? Ich schneide es los. Kann ich den Griff nehmen? Nein, den Griff. Der sieht doch so ein bisschen aus, als könnte ich das... Nee, kann ich nicht. Okay. Ich muss losschneiden. Dann fehlt hier der Griff. Nein, hier fehlt eine Puppe. Das sieht wie der Abdruck einer Puppe aus. Ist da noch irgendwas gewesen? Da ist eine Figur. Nehmen wir direkt mit. Hätte ich fast nicht gesehen. Die kommt hier an die Uhr. Jetzt fehlt aber leider noch ein Rädchen. Die Frage ist, ob wir das hier noch finden. Ist hier noch irgendwas, von dem ich vielleicht rausfinden könnte? Du hast hier nichts, ne? Nee. Du brauchst Wasser. Wasser ist drüben. My throat is so dry. Ja, wir haben drüben auf jeden Fall was. Ich muss nur gucken. Wie nehme ich denn das mit? Wenn ich diese Leuchtkäfe fangen könnte, können sie einige Dinge erhellen, okay? Ein Führerschein, ich weiß nicht, wofür ich den brauche, aber da ist noch was. Es gibt dann einen Trick, um einen Riegel zu öffnen. Kann ich den Griff nehmen? Nein. Den Führerschein. Oh yeah, das ist kaputt. Das ist schon mal nicht gut. Mit Kleber kann ich es reparieren. Ich habe eine Glasschere mitgenommen. Wofür brauche ich die? Muss ich irgendwas abschneiden? Ach ja, da, die Puppe. Beziehungsweise von der Tänzerin. Dann kriegen wir was auf jeden Fall da drüben raus. Hier. Wir haben eine Pinzette gekriegt, die wir wofür brauchen? Ist irgendwas versteckt, von dem ich nichts weiß oder so? Pinzette? Nee. Teil von der Uhr. Da kann ich nichts machen. Da kann ich nur gucken, aber da ist ja nichts versteckt oder so, ne? Frisches Wasser, da habe ich gesucht. Ja, Pinzette. Da ist sonst nichts mehr, ne? Eine schöne Tür bei meinem Glück wohl auch versperrt, natürlich. Pinzette, Kleber. Hier war sonst nichts mehr, ne? Nee. So viele Optionen haben wir nicht. Wofür bräuchte die Pinzette jetzt hier? Gute Frage. Du willst mir noch was zu trinken haben? Kann ich hier irgendwas mit der Pinzette noch aufheben? Von dem ich nichts weiß. Hier. Das Zahnrädchen kann ich da noch ausnehmen. Okay. Dann hauen wir das mal hier ran. Die Uhr wieder, aber sie sieht ein bisschen strange aus. Okay. Kleber und Karabinerhaken. Dann kleben wir, würde ich sagen, erstmal die Tasse jetzt hier. Aber das wird doch eine Weile dauern, bis die wieder einigermaßen nutzbar ist. Okay. Da lag noch was drin, durfte ich jetzt nicht mitnehmen. Die Tasse sieht wieder aus wie neu. Wenn das wirklich gehen würde, wäre das auch ziemlich abgefahrener Trick. Ich habe Wasser für dich. Bitteschön. Only you can change your life. He will try to keep you trapped and fearful. Now go and gather all the totem salads. Was passiert hier? Okay. Erstes Totem. Will ich nach draußen? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe hier auch noch einen Griff. Ich weiß nicht mehr, wofür ich den brauche. Ich kann hier nichts mehr machen, da nichts mehr machen. Ich glaube, hier haben wir alles abgefrühstückt, wa? Sieht so aus. Ich, dann gehe ich doch mal durch die Tür. Ich will nichts vergessen hier eigentlich, aber Schauen wir mal.
Kapitel 1, Initiation. Okay. Aus der Reichweite, wo bin ich dieses Mal? Diesmal. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Was ist hier? Messer. Ich reiche nicht heran. Mit der Pinzette komme ich auch nicht dran. Okay. Willkommen in Grace Fabrik. Oh, das sieht sehr creepy aus. Eine seltsame Puppe. Oh, hier haben wir eine Karte. Fabrik von A. Gray. Okay. Grace Fabrik. Na, da bin ich aber gespannt jetzt. Hier war sonst nichts mehr. Nee, da komme ich nicht ran. Da hängt was. Was ist das hier? Das steckt hier fest, wie alles andere. Einschließlich mir. Oh Mann, immer diese Anspielung hier. Da geht nichts. Da ist noch was. Was ist das hier? Das ist mein Terminkalender. Wie kommt der hierher? Geschenk für Frau des Managers kaufen, Arbeitsplan erstellen, Vertrag aufsetzen. Also du bist hier nur am alles machen für den Boss. Und der Boss, der macht sich bestimmt eine schöne Zeit. Ist das Miss anrufen, Zimmer für Urlaub des Managers buchen, Futter für Hund von Manager kaufen, Taxi für Frau des Managers bestellen. Das geht aber schon über das Arbeitsverhältnis hinaus, so wie das aussieht. Hier, das sind alles Dinge, die normalerweise eigentlich nicht der Fall sind, würde ich jetzt pauschal behaupten. Außer man ist jetzt, was weiß ich, wie nennt sich das? Assistent vielleicht oder sowas? Das glaube ich aber jetzt nicht. Beziehungsweise, wie hieß das andere nochmal? Da gab es ja noch einen anderen Beruf hier. Puh, habe ich vergessen. Was war das hier? Zangehälfte. Hausfrau nicht hier, der Dienstmädchen, irgendwie sowas? Ich glaube ja. Das würde dann eher hinkommen. Glocke läuten. Okay, hier fehlt was. Hol dir, was du willst. Ich muss es irgendwo einlösen, okay. Grace Fabrik. Also wir kommen hier nur rein, wenn wir die Glocke läuten. Wir haben eine halbe Zange. Hier kommen wir nicht rein. Ich kann ihn nicht annehmen, bin zu schwach. Okay, wir haben ein Taschentuch, einen Karabinerhaken. Ich weiß zwar nicht genau, wofür wir das brauchen, aber ja. Ist hier noch irgendwas? Da komme ich ja nicht dran, oder? Komme ich da mit dem Seil dran? Ohne Haken klappt das nicht. Kann ich den Karabiner hier benutzen? Nee, kann ich nicht. Zeitverschwendung. Haken brauche ich. Zangenhälfte. Hier kann ich auch noch drauf gucken. Ist hier noch was versteckt, von dem ich nichts weiß? Grace Fabrik. Da ist ein Haken. Hier, macht da ein Dings dran. Dann nehme ich das mit und dann hänge ich mich hier an den Baum. Okay. Erstmal hochklettern, runterziehen und dann gibt es überall Teile. Muss ich das jetzt zusammenbauen? Ich muss das zusammenbauen. Geht nicht, weil... Okay, da fehlt noch ein Teil. Wo ist denn die Schraube? Das ist ein mechanischer Schmetterling. Das verwehrt das auf. Okay, wir können das nicht zusammenbauen. Uns fehlt eine Schraube. Okay. Da komme ich auch nicht dran. Das müssen wir wahrscheinlich durchsägen oder so. Ich habe hier noch einen Griff, von dem ich nicht weiß, wofür wir den gebrauchen können. Das können wir auch nicht abmachen hier. Ne? Nee. Ein Taschentuch. Muss ich irgendwas sauber machen oder so? Ist hier irgendwas, was ich sauber machen muss? Da muss ich einfach die Glocke läuten. Dann geht die Tür wahrscheinlich auf. Hm, auf dem Boden ist jetzt auch nichts. Nur das hier. Dass ich nicht aufheben kann. Okay, gehen wir mal zurück. Ich kann hier echt durchsäppen, okay. Jetzt haben wir ein Taschentuch. Bringt mich das irgendwie weiter hier? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Was sagt denn mein Tagebuch? Ersten Totem, finde das erste Totem und betritt die Fabrik. Kann ich meine Karte gucken jetzt hier? Ja. Ich muss hier bei der Fabrik bleiben, okay. Das heißt, hier ist doch was zu tun. Was kann ich hier machen? Kann ich deinen Griff benutzen? Nee. Ich krieg's halt nicht drauf. Ich müsste das irgendwie fixieren. Aber hier kann ich ja nichts machen, ne? Die Glocke fehlt, anklopfen wäre vielleicht unhöflich. Kann ich dich irgendwie abmachen? Das steckt fest. Pinzett kann ich auch nicht das machen. Hm. Wofür habe ich denn das Taschentuch dann hier? Kann ich irgendwas putzen? Denk nach, Alice. Ja, ich denke eigentlich nicht.
Aber egal. Ich probiere mich gerade einfach nur. Das können wir nicht anheben. Wir müssen hier irgendwas machen. Ist hier irgendwas, was ich noch nicht angeklickt habe? Das kann ich mir angucken. Das echte Tränen? Gute Frage. Es gibt nicht mehr, ne? Aber ich muss hier bleiben, ne? Hier bin ich richtig, ja. Pinzette bringt mich nicht weiter hier. Das ist Karabinerhaken, wüsste ich jetzt nicht, wofür ich den gebrauchen kann. Zählt das hier auch noch zum Dingens oder nicht mehr? Nein, das zählt nicht mehr. Ich muss tatsächlich hier bleiben. Okay. Die Glocke muss hier weg. Kann ich die Glocke irgendwie wegnehmen? Ich habe aber nur einen Griff hier, der mir nicht weiterhilft. Und ein Taschentuch. Ich weiß nicht, wofür ich das gebrauchen kann. Also das hilft mir hier nicht weiter. Hier ein Haken dran. Okay, und jetzt brauche ich noch die Glocke. Die Glocke ist drüben. Kann ich hier immer noch was machen? Ja, kann ich immer noch. Okay, die Glocke muss ich hier abnehmen. Aber wie kann ich die abnehmen? Kann ich die da irgendwie rausklopfen? Nee, kann ich nicht. Taschentuch wüsste ich jetzt auch nicht, wofür ich das brauche. Es gibt aber sonst nichts anderes, ne? Das hier nur noch. Und das geht nicht auf, weil es zu schwer ist. Kann ich nicht den Griff irgendwie da rein montieren oder so? Dass ich dann einen Hebel hätte? Nee, kann ich nicht. Und Tempo wird mir auch nicht weiterhelfen. Was bringt mir diese Tür? Ich weiß es nicht. Moment, Tränen. Ja, Tränen. Hier, ein Taschentuch. Geht nicht. Wäre zu einfach. Hm. Da muss die Glocke dran. Eine Pinzette habe ich hier noch. Okay, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Fabrikeingang. Die Tür kriege ich nicht auf, weil die ist zu schwer. Ich würde die Steine da gerne runternehmen, muss ich zugeben. Und einen Griff habe ich hier. Kann ich das da irgendwie... Nein. Hier machen sich meine tollen Ideen bezahlt. Na, das ist schwierig. Die Steine müssten hier runter und ich glaube, dann könnte ich eventuell einen Griff montieren. Das drückt mich auch nicht weiter. Das Taschentuch würde ich ihr geben, wenn sie am Weinen ist. Das habe ich aber hier weggenommen, das ist das Problem. Ich kann ihr das nicht zurückgeben. Und das hilft mir auch nicht weiter hier. Hm. Eine Pinzette, ein Taschentuch und ein Griff. Das sind jetzt nicht gerade die besten Sachen, die man hier gebrauchen kann. Da muss eine Glocke hin. Kann ich ja mal ein Taschentuch hier hinhängen? Nein. Da ist noch mehr. Ich muss da, ich muss das hier irgendwie einlösen. Kann ich da noch? Nee. Irgendwie einlösen. Aber da ist doch nichts zum Einlösen. Oder habe ich noch irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Betritt die Fabrik. Irgendwie einlösen. Kann ich hier irgendwas... Oh je, das ist etwas doof übersetzt. Okay, ein Draht habe ich jetzt. Kann ich mit dem Draht hier fummeln? Nein. Wofür ist der Draht gut? Dafür eigentlich auch nicht. Was sagt denn mein schlaues Büchlein? Okay, jetzt muss ich dahin. Da geht nicht mehr. Und hier kann ich den Draht durchfummeln vielleicht? Jo. Jetzt habe ich eine Zange und kann ich damit jetzt zufälligerweise... Ne, die sind zu dick. Eine Zange habe ich jetzt. Mit der Zange kann ich hier die Glocke rausholen, glaube ich. Okay, wir haben eine Glocke. Die können wir jetzt hier dranhängen und dann können wir die Glocke läuten. Oh, oh, okay. Wer ist das jetzt hier? Why, hello. I don't think we've met. I'm Anthony Gray. Please, make yourself at home. I've got a project I know you can handle. Take this blueprint and use it to put together the mechanical arm in my study. Warum muss ich jetzt das für dich arbeiten? Ich bin doch gerade erst angekommen, du kennst mich nicht mal. Okay. Das ist also der Boss sozusagen, der dir einen erzählt, jetzt du machst dies und du musst jenes machen. Oje, oje, ich bin ja mal gespannt. Und würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.